Da läuft Heiko und da laufen noch zwei andere. Wir sollten hier kurz weg. Alter, ja. Einmal kurz hier die Flucht ergreifen. Ich weiß nicht, ich habe es ja euch gerade gezeigt, das Auto da. Das ist so der heißeste Scheiß, den wir bis jetzt auf dieser Tour gemacht haben. Oh, Heike, das hier ist übrigens ein noch größeres Zimmer. Achtung! Ah, ich wurde hier gerade von Passanten gesehen. Ich knie hier gerade auf dem Boden. In die Gänge. Ich versuche mich mal hier irgendwie so entlang zu bewegen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute mit dem Paul zusammen in einem Hotel unterwegs. Ziemlich heißes Ding. Mitten im Ort. Hotel Rustikal ist auch der Name. Unbekannt. Sehr einsichtig offensichtlich. Ich bin noch fix und fertig von der Tour gestern Abend. Ihr wisst, was ich meine. Wir sehen uns dann gleich im Hotelbereich wieder. Ich bin hier mit Paul mitten in der Küche. Die ist aber schon raus. Hier hinten geht es noch von der Einsichtigkeit her. Da sind nur andere Nachbarhäuser. Aber wenn wir jetzt gleich nach oben gehen, dann werdet ihr sehen, was wir meinen. So, ich gehe jetzt mal von der Küche hier rüber in so einen Lagerraum. Hier stehen noch ein paar alte durchgeranzte Matratzen. Hier haben wir einen alten PC. Das ist ein PC. Microsoft Windows 95. Daran könnt ihr ungefähr erkennen, wie lange das Ganze schon leer steht. Ein Intel-eigenes Mainboard. Oh, noch mit einer Aufsteck-CPU. Alter. Daran wollen wir uns auch nicht allzu lange aufhalten, sondern wir müssen jetzt sehr, sehr schnell durch. Alter, hier ist das Treppenhaus gesammelt. Ich lasse mich die Tür hier. Hier ist jetzt so ein Badezimmer. Ich denke mal, hier ist so ein Saunabereich. Hier waren mal Handtücher, hier ist so ein Trockenlüfter. Waschbecken, alles sehr, sehr alt. Es sind sogar noch Tücher da, so ein Handtuch. Ach, hier sind Toiletten. Aber die Toiletten möchte ich mir jetzt hier nicht weiter anschauen. Die Schränke hier sind auch leer scheinbar. Man muss mit dem Licht echt aufpassen hier. Weil, wie ihr es gerade schon gesehen habt, da ist direkt die Straße. Hier ist so eine gemütliche Sitzecke. Man wird ja auch von überall gesehen, das ist der Haupteingang. Hier haben wir so ein Büroräumchen mit Computer noch. Sehr, sehr geil. Sieht sehr schön aus. Hier hängen noch ein paar Schlüssel. Aber da kann ich jetzt auch nicht weiter hingehen. Da hinten übrigens noch ein riesiger Kopierer. What the fuck, aber da auch direkt die Straße. Okay, gehen wir mal hier in den Gastbereich. Alter, ist das hier offensichtlich. Hier ist quasi ein Restaurantbereich. Aber wie ihr seht, ich kann hier von überall gesehen werden. Also das ist sehr, sehr krank. Alter. Hier nochmal so eine Sitzecke, quasi so ein Speisesaal. Hier auch sehr gemütlich mit so zwei Kunstbäumen. Wenn die Kunst sind, so wie die hier an die Decke sprießen. Nobody knows, aber ich denke, ja, das sind... Ja? Ist das Kunst? Ja, ja. Ist auf jeden Fall Kunst. Ich glaube, das war hier so ein Teil, wo man Speisen mit warm gehalten hat. Hier haben wir eine WMF. Ja, ist keine Kaffeemaschine, sondern wie es hier schon steht, Schokolade. Da hat man eine heiße Schokolade bekommen und das hier sieht mir aus wie so ein... Ja, kann sein, dass da Kaffee rauskam oder wie so ein Tee-Ding. Hier ist eine Kuchentheke, hier waren mal leckere Kuchen von Omi gemacht. Und hier auch wieder ein Gastbereich. Aber wie ihr seht, da ist direkt die Straße, da kann ich mich absolut nicht zeigen, allein schon, weil da ein Wohnhaus ist. Hinter mir kann man noch mal sehen, da wo das Parkplatzschild ist, das sind circa, ja, ich würde sagen 3-4 Meter von hier. Und dazwischen, das kann ich noch mal zeigen, ist direkt diese verdammte Straße. Also das ist echt so unfassbar heiß. Wir sind hier, ja, sagen wir mal, umzingelt von Touristen und Wohnhäusern, weil das hier ganz einfach ein Kurort ist, der voll mit Touris, vor allem mit Rentnern ist und man weiß, wie meistens die Rentner drauf sind, wenn sie solche Leute wie uns entdecken. Extrem dunkler Gang, wo man jetzt fast Licht braucht, aber ich will noch kein Licht machen. Boah, guckt euch das an. Crazy. Das ist eine richtig chillige Atmosphäre. Das ist richtig crazy. Hier haben wir nochmal einen anderen Stil, aber das ist auch so verdammt gemütlich. Ist hier gerade mitten im Film in diesem Zimmer aufgefallen, dass mein Kamerakuh fast leer war. Ja? Ja? Hier, links von dir. Ich weiß. Ich gucke die ganze Zeit rüber. Auf jeden Fall, hier sind noch
Zigaretten, komischerweise. Aber wie Paul schon sagte, ich kann hier übel gesehen werden. Deshalb muss ich da hier raus. Also hier. Entschuldigung, was machen Sie hier? Ich bin dort aufgestanden. Ich habe noch keine Lust gehabt, das Licht anzumachen. Paul und ich haben uns hier auf jeden Fall eine sehr gemütliche Atmosphäre geschaffen in unserem Zimmer. Das sieht verdammt schön aus. Fuck. Ja, das kann man so sagen. Alter. Jetzt kann man das Bett hier auch noch mal so verdeutlicht sehen. Hier haben wir noch mal ein anderes Zimmer. Vielleicht hat hier mal jemand geschlafen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, der Unterschied, aber es sieht so aus, als wäre das Bett dort feucht. Also hier drin ist auf jeden Fall Feuchtigkeit. Und hier ist auch jedes Zimmer anders möbliert als die anderen Zimmer. Hier auch noch ein Glastisch. Oh, was haben wir denn hier? Erzähl, ne? Was war das denn? Hier haben wir Telefonnummern und so weiter. Eieiei. Gehen wir mal nach hier. Hier haben wir so kleine Ein-Personen-Zimmer mit einem interessanten Balkon, quasi einfach nur aufs Dach. Das ist so in Deutschland auch gar nicht mehr zulässig. Vielleicht ist das auch einer der Anhaltspunkte, warum das Ganze geschlossen wurde. Aufgrund von mangelnden Sicherheitsbeschränkungen. Weil, schaut mal da, ich mache die Balkontür auf, gehe nach vorne und stürze nach unten. Ihr könnt auch sehen, da gegenüber kommt Rauch aus dem Schornstein. Das hier ist halt so ein Ein-Mann-Bett-Zimmer mit einem kleinen Fernseher und einem kleinen süßen Bad. Aber auch nichts Besonderes. Gehen wir mal nach hier, öffnen diese Tür und kommen wieder in einen anderen, dunkleren Gang. Gehe ich mal nach hier. Okay, hier ist sogar die Balkontür offen. Ist auch wieder so ein kleines Zimmer für eine Person. Und hier ist die Balkontür offen und da ist ein Balkon. Im Vergleich zum anderen Zimmer eben. Und hier sind, denke ich, auch wieder solche Eckzimmer. Hier möchte ich mir jetzt auch nicht zu sehen geben, weil hier gegenüber auch direkt wieder ein Häuschen ist. Gehen wir mal nach hier. Hier haben wir wieder so ein gemütliches Zwei-Bett-Doppelbettzimmer. Mit einer Sitzecke. Noch ein alter, edler Flaschenöffner. Aschenbecher mit Flaschenöffner innen drinnen. Hier so richtig alte Sofas. So, ich würde sagen 70er, 80er ist das. Wie bei meiner Oma. Hier noch so eine kleine Kunstpflanze. Auf so einem kleinen grünen Serviettchen. Ja, den Fliegen hat es hier drin nicht so ganz gefallen. Die haben es hier nicht lange ausgehalten. Müssen sie aber auch nicht. Wie soll ich sagen, es ist eine verdammt interessante Location. Vor allem eine wunderschöne Location. Anders kann man das auf jeden Fall nicht nennen. In diesem kleinen Raum, wo ich jetzt hier gelandet bin, da kommen schon wieder Touristen, muss ich aber sagen, hier riecht es ziemlich muffig. Also ich würde behaupten, dass die Decke nicht gut gedämmt ist, weil hier drüber ist der Dachboden und die Feuchtigkeit vermutlich hier andringt, weil das riecht hier so extrem schimmelig. Und ich sehe gerade, das Kopfkissen hat auch schon so einen leichten Grünspanbezug. Schau, da sind schon wieder irgendwelche Fußgänger. Ich habe den Heiko hier auch schon gesehen. Der Heiko steht dort hinten an der Ecke im Regen, weshalb wir auch sehr, sehr schnell machen, um ihn nicht extra noch da im Regen stehen zu lassen. Das bin übrigens ich. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ach genau, hier ist noch eine Dusche. Was ist denn das hier? Oil and Schnee, Bath and Shower Gel. Duschgel, so ganz kleine Kartuschen. Oh, wir gehen jetzt erstmal nach oben hier in die letzte Etage. Dachboden. Boah, Hilfe. Oh, hier ist es. Hier ist übelst viel Feuchtigkeit eingedrungen. Ich weiß gar nicht, ob ich dem Boden hier noch Vertrauen schenken soll. Doch. Was ist das denn hier? Hier hat's gebrannt. Teufel. Hier hat's gebrannt. Nee, da hat nicht. Doch, nein, da. Das ist Tapete. Ja, stimmt, das ist Tapete. Hier sind. Hier ist. Ganz einfache. Fernsehanlage. Fernsehanlage? Doch, das Dach ist einsturzgefährdet. Das wird abgestürzt. Oh, hier stehen Skier. Echt? Ja, hier stehen Skier. Ganz, ganz viele Skier. Auf dem Boden auf, ne? Ja, das ist komisch hier. 60er Langlaufskier. Ja, das sind 60er, zumindest Schuhe. Die Schuhe sind auch auf Kinder. Mein Gott. Die Halterung ist auf Kinder eingestellt. Und steht auf Junior Line. Und für Junior Line sind das ziemlich große Skier. Ich vermute mal, dass hier in der Nähe irgendwo eine Loipe war und dadurch das halt Langlauf war. Hier ist noch ein komischer Abstellraum. Aber mehr gibt's hier auch gar nicht mehr. Ja. Hier gibt es noch eine letzte Etage.
gehen wir mal in meine andere Richtung. Ich merke, der Boden sackt nach. Da ist aber auch nicht mehr viel, außer ein paar Lattenrosten. Deshalb werde ich da jetzt auch nicht irgendwie noch weiter hingehen. Ich muss ja nicht provozieren, hier irgendwo durchzukrachen. So, Paul und ich sind jetzt wieder hier unten, wo wir reingekommen sind. Ich wackel noch ein bisschen, bin noch ein bisschen geflasht, nervös auf jeden Fall. Das war's so für das Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer BJ Adventure. Genau. Adventure Buddy, was auch immer. Tschüss. Tschüss.